Hallo, willkommen zum Zeigsel Support Campus Video. Heute bei Frag Elli, die 10 wichtigsten Tipps zur Sicherheit im Homeoffice und beim Homeschooling. Nummer 1. Nutze die Hardware deines Unternehmens. Im Computer deines Unternehmens sind die notwendigen Sicherheitseinstellungen bereits voreingestellt. Deswegen ist es erforderlich, dass du für deine Homeoffice oder deine Homeschooling-Sachen Hardware verwendest, die von deinem Unternehmen zur Verfügung gestellt worden sind. Wenn es Sicherheitslücken gibt, dann weiß eure IT schon, wo die geschlossen werden müssen und hält das Gerät auf dem aktuellsten Stand. Wichtig ist auch, dass du in dieser Hardware keine privaten Sachen benutzt oder auf private Accounts, Facebook, Twitter, E-Mail zugreifst, um zu verhindern, dass schadhafte Software auf diesem Rechner sich installieren kann und damit das Netzwerk deiner Firma gefährden kann. Tipp Nummer 2. Wenn du private Hardware verwendest, dann solltest du auf jeden Fall einen aktuellen Virenscanner installieren. Achte auch darauf, dass das System immer auf dem neuesten Stand ist und auch nur für spezielle Anwendungen verwendet wird. Alle Zugriffe, zum Beispiel von Kindern oder von anderer Software, sollte man nach Möglichkeit vermeiden, besonders dann, wenn das Gerät gerade für die Heimarbeit genutzt wird. Tipp Nummer 3. Verwende eine Firewall und einen VPN-Tunnel, um die Daten sicher in dein Firmennetz zu übertragen. Die aktuelle Generation der Firewalls erkennt schon im Vorfeld Bedrohungen und wehrt diese für dein Heimnetzwerk und dein Firmennetzwerk ab. Die dazu passende Produktpalette findest du auf unserer Webseite im Bereich Security. Tipp Nummer 4. Verwende einen VPN-Tunnel, wenn du dich mit deinem Firmennetzwerk verbinden möchtest, um sensitive Daten zu übertragen. Was ist ein VPN-Tunnel? Den gibt es in zwei Arten, zum Beispiel eine Softwarelösung, also ein VPN-Client, den man auf dem Computer installiert und dann kann man sich mit diesem VPN-Client ins Firmennetzwerk einwählen. Dabei spielt der Standort, von wo aus du dich einwählst, keine Rolle. Es ist ein sogenannter dynamischer VPN-Tunnel. Die andere Methode ist ein Site-to-Site-VPN-Tunnel. Das heißt, die Location, auf der du im Internet gehst, zum Beispiel von deinem Heimrouter aus, hat eine feste VPN-Verbindung mit dem Firmennetzwerk und diese Verbindung wird nicht speziell angewählt, sondern die besteht in der Regel immer, wenn man zum Beispiel bestimmte Adressen im Firmennetzwerk erreichen möchte oder mit bestimmten Systemen arbeiten muss. Wie das eingerichtet wird, das zeigen euch andere Videos und eure IT weiß das sicherlich auch. Wichtig ist, wenn ihr noch keinen VPN-Tunnel habt oder ihr habt noch keinen VPN-Client, dann schaut mal auf support.zeigsel.eu. Oben im grünen Balken kann man sich einen Software-Client herunterladen. Tipp Nummer 5. Installiere wichtige Updates für deinen Computer immer sofort. Meistens morgens, wenn man sich angemeldet hat oder der Computer hochgefahren wurde, kommen gleich unten rechts in der Ecke, wo die Uhr ist, ein paar Updates und die Fragen auch teilweise, um den Computer nochmal neu zu starten. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um diese Updates durchzuführen. Es ist wichtig, dass der Rechner auf dem aktuellsten Stand ist, um Sicherheitslücken zu schließen. Die Einstellungen am Rechner sollten so gesetzt sein, dass Software-Updates in der Regel automatisch installiert werden und du nur über eine mögliche Neustart des Gerätes informiert werden wirst. Tipp Nummer 6. Selbst wenn das System auf dem aktuellsten Stand ist, kann es immer noch passieren, dass durch Phishing-Attacken deine Daten gefährdet sind. Phishing, das ist der direkte Angriff auf deine Persönlichkeit. Das heißt, du bekommst E-Mails oder WhatsApp-Messages, Messenger-Berichte, irgendetwas, wo Daten angefordert werden, mit denen du dich dann auf eine Webseite anloggst. Das Problem ist, diese Webseite ist in der Regel ein Fake und sie fängt sich die Daten, also deine Account-Zugänge und Passwörter, um damit Unwesen zu treiben. Achte immer darauf, dass wenn eine Nachricht kommt, es auch wirklich ein Freund ist, der richtige Account ist oder auch die richtige Lösung, die richtige Verbindung ist. Tipp Nummer 7. Achte zum Beispiel bei E-Mails, die zugestellt werden, auf Absender und Adressat, dass es wirklich an dich persönlich geht
Und wenn trotzdem in dieser E-Mail nicht alles ganz sicher ist, zum Beispiel zu einer Aktion aufgefordert wird, achte mal mit einem Mouse-Over, welcher Link hinter dieser Aktion steckt. Oftmals erkennt man schon an dem Link, dass es sich nicht um die Firma handelt oder das Portal, mit dem du dich gerade verbinden möchtest. Man sieht es auch zum Beispiel, wenn du Benutzerdaten in deinem Browser speicherst, dass der Browser diese Webseite gar nicht kennt. Das sollte einen dann schon stutzig machen und man sollte nach Möglichkeit diese Links nicht anklicken. Tipp Nummer 8. Es gibt auch sehr nette Nachrichten aus Messenger- oder Chat-Anwendungen, die mit einer sehr sensationellen Nachricht dich dazu verleiten, auf dieses Porträt oder auf dieses Video zu klicken, um dann zu erfahren, was hinter der Aufschrift "Der sieht aus wie du" oder "Das ist aber sehr lustig" steckt. Wenn du jetzt deine Neugier nicht zügeln kannst und klickst auf dieses Video, wird in der Regel nochmal eine Eingabeaufforderung Benutzername, Passwort gemacht. Und da solltest du anfangen, stutzig zu werden. Denn in der Regel bist du ja schon auf dem Portal angemeldet, mit dem du da gerade deine Chatnachricht machst und es werden nicht noch einmal Benutzerdaten fällig. Es gibt natürlich verschiedene Tests, aber die sind riskant, wenn man nicht genau weiß, was man macht. Zum Beispiel, indem man einfach falsche Nutzerdaten eingibt und trotzdem das Video sehen kann, dann weiß man, dass derjenige, der da gerade zur Eingabeaufforderung gebeten hat, mit deinen Daten Schindluder treiben wird. Da du ihm aber falsche Daten gegeben hast, wird ja weiterhin nicht viel passieren. Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Tipp Nummer 9, und das ist besonders im Homeoffice jetzt im Moment oft der Fall, es kommen Nachrichten von Portalen, die man im Businessbereich benutzt, wie zum Beispiel Xing oder LinkedIn, mit denen zum Beispiel interessante Jobangebote unterbreitet werden. Oftmals sind Schaltflächen darunter, die sagen, kein Interesse oder ja, ich will mehr dazu erfahren, die dann aber wieder zu einer Aufforderung bringen, um Benutzername und Passwort einzugeben von dem Portal, von dem sie angeblich geschickt wurden. Das solltet ihr mit Vorsicht behandeln, denn auch da werden wieder Daten abgefordert. Tipp Nummer 10. Das ist eigentlich allgemein so der Fall, im Zweifel Ruhe bewahren. Das heißt, wenn eine Nachricht noch so dringend erscheint und von jemandem eine Aufforderung erwartet oder eine Antwort, wo ihr aber nicht sicher seid, ob das tatsächlich eine Aufforderung ist, die aus einem seriösen Portal oder einer seriösen Quelle kommt, wartet einen Moment und checkt die Situation, ob das wirklich wahr ist. Sprecht euch mit Kollegen ab oder fragt eure IT, ob etwas bekannt ist, dass so eine dringende Sache derzeit erforderlich ist. Zum Beispiel Wechsel von Passwörtern. Das wird in der Regel nicht direkt von den Portalen ausgesendet, sondern das machst du selber. Wenn du also eine Phishing-E-Mail bekommen hast und bist drauf reingefallen, der erste Schritt, der wichtig ist, bitte ändere das Passwort. Und zwar so, dass es nicht zu erraten ist. Sichere Passwörter überlegt man sich, indem man zum Beispiel einen Satz mit Anfangsbuchstaben verbindet. Den Satz solltest du dir natürlich merken. So, wenn du alle Tipps berücksichtigst, wird dein Homeoffice oder dein Homeschooling auf jeden Fall sicherer sein. Wenn du Fragen dazu hast, dann frag Elli unten in den Kommentaren. Lass einen Daumen hoch da und abonniere den Kanal, damit du keines unserer Videos verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleib gesund. We're Zycel, and we're your networking ally.